Herzlich willkommen zu einem kurzen Adventsimpuls aus Dortmund. Ich sitze im Linus, dem gastronomischen Nachbarn der Propsteikirche. Normalerweise wird man hier von morgens bis abends mit leckeren Speisen und Getränken verwöhnt. Das ist jetzt anders. Es ist still hier, es ist leer, es ist kalt. Keine Hintergrundmusik, kein Klappern von Tellern, kein fröhliches Stimmengewirr und vor allen Dingen keine leckeren Speisen und Getränke auf den Tischen. Dieser Ort hier steht stellvertretend für so viele verwaiste gastronomische Orte in unserem Land. Und die Situation ist für manche, die in der Gastronomie tätig sind, existenzbedrohend. Beim Propheten Jesaja lesen wir: Der Herr der Heere wird auf diesem Berg für alle Völker ein Festmahl geben, mit den feinsten Speisen, ein Gelage mit erlesenen Weinen, mit den besten und feinsten Speisen, mit besten erlesenen Weinen. Er zerreißt auf diesem Berg die Hülle, die alle Nationen verhüllt, und die Decke, die alle Völker bedeckt. Er beseitigt den Tod für immer. Der Herr wischt die Tränen ab von jedem Gesicht. Auf der ganzen Erde nimmt er von seinem Volk die Schande hinweg. Ja, der Herr hat gesprochen. Der Prophet sprach seine Worte damals auch in eine existenzbedrohende Situation hinein, in der es nichts zu feiern gab. Juda war beständig durch die Übermacht der Assyrer bedroht, und man versuchte sich durch eine waghalsige Bündnispolitik aus der Affäre zu ziehen. Dagegen hielt der Prophet Jesaja die Aufforderung, ganz auf Gottes rettende Macht zu vertrauen. Und er kleidete seine Verheißungen in machtvolle Bilder, die auch uns heute Hoffnung machen können. Es mag momentan nichts zu feiern geben. Das Virus und die Schutzmaßnahmen decken alles zu und drohen uns die Lebensfreude zu nehmen. Doch Gott wird ein Festmahl geben. Er wird die Decke wegnehmen, die alle Völker verhüllt. Er wischt die Tränen weg. Einen Vorgeschmack auf diesen Moment erfahren wir, wenn wir zum Beispiel hier gegenüber in der Propsteikirche Gottesdienst feiern. Wenn wir in den Abendmahlsaal gehen und Gott den Tisch für uns deckt, dann dürfen wir schmecken, was uns verheißen ist. Das trägt auch durch schwere Zeiten hindurch. Und so freue ich mich auf dieses Weihnachtsfest, das so anders ist. Ich freue mich, weil Gottes Verheißung bleibt. Und ich freue mich darauf, dass hier bald wieder der Wirt steht und ich bei besten und feinsten Speisen das Glas erheben kann.
werte Kron. Herr Jesu, Gottes Sohn, Hosianna, wir folgen all zum Freudensaal und halten mit das Abendmahl.